So, schönen guten Tag. Wir wollen uns heute mal dem Dielenfußboden widmen. Ich sage es gleich vorneweg dazu, ich bin jetzt kein professioneller Fußbodenleger. Ich habe das natürlich, wie wir alle vermutlich, schon ein paar Mal gemacht. Aber jemand, der das natürlich tagtäglich in allen Variationen macht, wird euch da vermutlich noch einiges mehr an hilfreichen Tipps geben können als ich. Aber ungeachtet dessen gibt es natürlich trotzdem so ein, zwei Hinweise, die ich euch da jetzt einfach gerne mal auf den Weg geben möchte, beziehungsweise was es überhaupt für Grundformen gibt und wofür ihr euch dann im Zweifelsfall entscheiden könnt. Ganz allgemein unterscheiden wir bei Dielenfußböden zwischen drei verschiedenen Ausführungsarten. Und das beschränkt sich in dem Moment immer auf die Art und Weise, wie die Bretter miteinander gefügt sind. Dabei haben wir einmal den sogenannten gefügten Dielenfußboden. Bedeutet, die Bretter sind beidseitig glatt abgehobelt und werden dann einfach stumpf aneinander geschlagen. Das ist so ziemlich die simpelste Variante, die man verwenden kann. Ist dementsprechend aber auch nicht wirklich empfehlenswert, denn durch eventuelle Nachtrocknungsfugen werden hier immer irgendwelche Lücken entstehen, die ich dann entweder verfüllen muss oder mit denen ich dann halt lebe. Da sammelt sich Dreck an. Das will niemand haben. Das kann man eventuell für eine Scheune nehmen oder irgendeinen wenig benutzten Werkraum, was auch immer. Aber ich sag mal so, spätestens seit man heutzutage ja auch ganz normalen Rauschbund ziemlich günstig kaufen kann, ist es eigentlich egal, sage ich jetzt mal. Das hat keine wirkliche Bewandtnis mehr. Braucht man nicht unbedingt. Die zweite, ein wenig verbesserte Variante, wäre dann die gefalzte Version. Damit habe ich zumindest schon mal das Problem umgangen, dass hier eine Trocknungsfuge komplett durchgeht. Ich kann natürlich immer noch hier an dieser Stelle einen leichten Schwund erhalten, den ich dann immer noch verfügen muss, aber immerhin habe ich damit halt keine durchgebrochene Kante mehr. Und natürlich Variante 3, die Königsdisziplin, ihr kennt sie alle. Ist dann in dem Moment die Nut-Feder-Verbindung bzw. die komplett gespundete Gildungsvariante. Das ist natürlich in dem Moment die beste Variante, weil hier die beiden Bretter immer wieder ineinander greifen, ohne dass ich da irgendwelche Verformungen habe. Alles hält in sich zusammen. Und ein weiterer sehr großer Vorteil, ich kann diese Dielungsvariante hier natürlich auch verdeckt befestigen. Bedeutet, wenn ich jetzt den Dielenfußboden in der Realität verwenden würde, würde ich mein Brett immer so ansetzen, dass ich hier mit dem vorne anfangen würde. Würde dann hier verdeckt in die Nut hinein nach unten eine Schraube in meine Unterkonstruktion eintreiben. Kann dann das nächste Brett wieder nach vorne schrauben, nach vorne reinsetzen und so weiter. Und das letzte Brett wiederum, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass hier die Wand ist, kann ich dann hier sichtbar schrauben, was in dem Moment aber kein Problem ist, weil hier natürlich meine Sockelschiene das Ganze einfach überdeckt. Und in dem Moment habe ich halt durch diese Option hier die Möglichkeit, das Ganze komplett verdeckt zu befestigen, was ein riesengroßer Vorteil gegenüber den anderen ist. Ihr werdet das in älteren Häusern dann immer mal wieder sehen, gerade bei dieser Variante, dass dann hier oben halt einfach wirklich sichtbar durchgenagelt wurde, beziehungsweise oft wurde es auch ein bisschen versenkt und dann zugekittet, aber der Kitt hält natürlich auch nicht ewig. Und spätestens, wenn ich den Dielenfußboden mal abschleifen möchte, ist der Kitt sowieso raus und dann sehe ich die glatt polierten Nägelköpfe. Das ist alles keine Option. Also hat man das vor 100 Jahren gemacht, aber das wollen wir ja nicht haben. Was noch an grundsätzlichen Dingen ganz interessant ist, weil man es immer wieder falsch sieht, und da nehme ich mich nicht aus, bei meinen Balkonbänken, die ich einfach wirklich nur so ganz stumpf zusammengenagelt habe,
kann man eigentlich niemandem zeigen. Aber selbst da habe ich, weil ich einfach nicht drüber nachgedacht habe, diesen Fehler gemacht. Wenn ihr diese Bretter hier hinlegt, dann achtet darauf, dass die rechte Seite, also die Kernseite, immer nach oben zeigt. Bedeutet, die Bretter werden prinzipiell so hier gelegt. Das hat zwei Vorteile, die es mit sich bringt. Zum einen ist natürlich die Kernseite deutlich abnutzungsärmer. Sie ist härter, abriebfester, ja, und einfach nicht so anfällig für irgendwelche Schäden, die entstehen könnten. Und der zweite und deutlich interessantere Punkt, vor allem wenn ich beispielsweise in diese Konstruktion Richtung hier gehe, wenn ich mir jetzt mal ein Brett hier hinzeichne und sage, das hat jetzt durch was für einen Grund auch immer. Ich weiß, dass man heutzutage durchaus meistens getrocknete Ware bekommt, aber man kann sich ja nicht immer drauf verlassen und in manchen Fällen schneidet man sich das Holz ja auch mal selber zurecht. Dann kann das halt sein, dass das im verbauten Zustand noch nachtrocknet. Und bei dem Trocknungsprozess habe ich ganz einfach das Problem, dass sich das Brett nochmal verformt und schüsselt. Und das trocknet natürlich entlang der Splintseite deutlich mehr als entlang der Kernseite. Bedeutet, die Verformung wird am Ende so hier aussehen. Jetzt mal übertrieben dargestellt. Also deutlich übertrieben dargestellt. So sehr schüsselt das natürlich nicht, aber sonst sieht man es ja nicht. Und in dem Moment, wo ich die Bretter so einbaue, weiß ich zumindest, dass sie immer auf zwei Punkten aufliegen, nämlich hier und hier. Und die Bretter können dadurch nicht kippeln. Außerdem werden die Fugen geschlossen. Wenn ich jetzt sage, dass sich das hier auf diese Weise verwirft und das hier auf diese Weise verwirft, dann weiß ich zumindest, dass diese Kante hier wenigstens immer geschlossen bleibt. Wenn die jetzt beide in die andere Richtung schüsseln würden, bedeutet hier zum Rand hin aufgehen, dann hätte ich ja jetzt übertrieben gesagt, so ein Fugenbild hier. Und dann würden es mir hier diese Stoßfugen quasi einfach immer aufdrücken. Und das wollen wir natürlich nicht haben. Deswegen achtet immer darauf, die Kernseite nach oben zu nehmen. Bringt euch im Nachhinein wahnsinnig viele Vorteile mit sich und im Grunde keinen Nachteil. Sowohl Dielenfußboden als auch Parkett als auch Laminat ist es eigentlich immer dasselbe. Der ganze Spaß wird schwimmend verlegt. Bedeutet, wir halten hier zur Wand hin immer einen Abstand, ne, von ungefähr 0,5 bis 1 Zentimeter. Das müsst ihr gucken, je nachdem, was eure Sockelleiste überdeckt. Aber auf jeden Fall nicht komplett an die Wand anschlagen, denn wie gesagt, der Holzfußboden hat noch ein gewisses Arbeitsmaß, was Quellen und Spänden angeht. Und wenn der zu straff verbaut ist und hier dann gegen die Wand drückt und nicht weiter kann, dann kommt es zu Rissen in dem Holz, zu Verwerfungen. Dann liegt er eventuell an manchen Stellen hohl, weil er sich ja einfach ausdehnen möchte, aber keinen Platz mehr hat. Das führt letztlich nur zu Schadensbildern. Der Dielenfußboden, wie gesagt, wird ja punktuell hier wenigstens verschraubt. Das bedeutet, in dem Moment ist es nicht ganz so schlimm und das Arbeitsmaß beschränkt sich größtenteils auf die außenliegenden Bretter. Aber spätestens, wenn ihr dann in Richtung Parkett oder Laminat geht, wo das ja alles nur so ein Klicksystem ist, achtet auf jeden Fall auf diese Randbereiche, weil die komplette Fläche arbeitet und die braucht dann in dem Moment auch diesen Randbereich, um sich ausdehnen zu können. Wenn es dann Richtung Finish geht, habt ihr prinzipiell mehrere Möglichkeiten, die meines Erachtens nach am bewährtesten sind, schlicht und ergreifend entweder Klarlack oder Hartwachsöl. Immer mal zwischenschleifen und nochmal neu auftragen. Sowas kann man dann auch in den regelmäßigen Abständen des Jahres immer weiter erneuern. Sieht am Ende gut aus, bewährt sich. Und jetzt habe ich das Problem, und ich denke, ihr merkt es schon langsam, die Zeit schreitet voran, das ist stinklangweilig.
Ich war am Überlegen, wie könnte man das jetzt in irgendeiner Form spannend gestalten. Ich sag mal, natürlich könnte ich jetzt versuchen, mir so Rauschbund hier selber zurechtzuhobeln, aber mir fehlt leider ein entsprechender Nut- bzw. Falzhobel, sowas habe ich nicht. Und selbst dann wäre es wahrscheinlich wenig spannend, ja, Bretter hier zusammenzunageln, die ich mir genauso gut aus dem Baumarkt hätte holen können. Das will niemand sehen. Das hier ist noch anspruchsloser und ich glaube, da habe ich dann zu Recht direkt wieder 100 Abos weniger. Das ist lächerlich. Was man überlegen könnte, wäre, dass man sagt, man nimmt diese Variante hier und treibt dann quasi hier oben ein Holzdübel in die untere Konstruktion mit ein. Eventuell mit Leim. Treibt hier dann quasi noch so einen Keil mit ein, dass es das Ganze ordentlich verspannt. Man hätte auf die Art und Weise zumindest die Option, dass man sagt, man könnte den Holzfußboden auch reinweg mit Holznägeln dann tatsächlich sichern. Das wäre vielleicht noch ganz interessant, da es ja hier darum geht, möglichst auf Metall zu verzichten. Aber selbst damit war ich nicht wirklich glücklich. Und letztlich bin ich dann in meinem schlauen Büchlein auf eine Option gestoßen, auf die hatte ich dann tatsächlich richtig Bock. Und ich würde sagen, dadurch, dass es hier ja auch ein bisschen darum geht zu entertainen, und wie gesagt, wir uns gerade eh in einem Thema befinden, wo euch andere Leute deutlich mehr erklären können als ich, nutzen wir die Gelegenheit jetzt einfach mal und machen was total Verrücktes. Ich sehe hier Dielenfußboden aus geleimten Tafeln, die mit Hilfe eines Kittes aus Quark und Kalk zusammengeleimt werden. Ich bin prinzipiell gegen Lebensmittelverschwendung und als ganz allgemein klingt das extrem ekelhaft. Hier steht doch, dass das seit 1000 Jahren nicht mehr gemacht wird. Das lassen wir einfach mal weg. Aber was cool klang, war der Patentfußboden. Ich muss gestehen, davon hatte ich vorher noch nichts gehört und wäre ich von selber auf die Idee gekommen, hätte ich es vermutlich verworfen mit dem Hintergedanken, dass das zu kompliziert ist, das macht doch niemand. Aber ganz offensichtlich wurde das gemacht. Und zwar geht es am Ende darum, Moment, ich hole euch mal ein bisschen näher ran, dass hier quasi Schwalbenschwanzverbindungen, scharf stellen, genau, dass hier quasi Schwalbenschwanzverbindungen angearbeitet wurden, beziehungsweise Gradleisten, und die entsprechenden Gradnuten dann wiederum in die Schalung eingearbeitet wurden. Und das ist so extrem, also das ist mit Abstand die komplizierteste Art und Weise, die ich je gesehen habe, um Dielenfußboden festzumachen. Und alleine schon deswegen will ich das unbedingt mal ausprobieren. Bedeutet, wir machen das jetzt einfach. Ich habe hier leider nicht mehr die Möglichkeit, diese Gradleisten seitlich an meine Lagerhölzer anzuarbeiten. Das hätte ich früher wissen müssen. Dazu müsste ich jetzt alles auseinanderbauen und das geht gerade nicht mehr. Das bedeutet, ich werde dann den Teil hier einfach mit einer Dübelverbindung sichern. Ist ja kein Problem. Aber ich habe extrem Lust, mal diese Gradleiste herzustellen, um zu gucken, ob ich den Dielenfußboden dann tatsächlich in diese vorgefertigte Nut einschieben kann. Das wird dann laut Buch auch noch verleimt. Angenommen, meine Bretter sind zu lang, wird das Ganze dann auch noch mit Fließbrettern ausgeglichen, die dann einfach ein Stoßen von ganzen Längen quasi ermöglichen. In die Verlegenheit komme ich in meinem Modell ja aber natürlich nicht. Und ja, ich würde sagen, das probieren wir jetzt einfach mal so. Das könnte ganz spannend werden. Ich habe leider den entsprechenden Hobel nicht. Ich sag mal, die Verbindung in den Brettern, die kann ich aussägen. Das funktioniert. Aber ich habe leider keinen Grathobel, aber ich bin sicher, da kann ich mir mit einer Säge und einem Stemmeisen auch mal kurz behilflich sein. Das kriegen wir schon hin. Bleibt gespannt. Ich bin es auf jeden Fall. Mal schauen. Da wären wir nun in der Werkstatt. Wir stehen vor der Problematik, die ich ja gerade eben theoretisch schon ja, benannt habe. Mir fehlt schlicht und ergreifend das richtige Werkzeug. Und jetzt war die Überlegung, wie kriege ich diese Gratverbindung hin, möglichst praktikabel
und so, dass ich sie auch sauber ausarbeiten kann. Und dazu war meine erste Überlegung, dass ich die quasi einfach aus Einzelsegmenten zusammenstelle. Bedeutet, ich hätte dann seitlich mittels solcher Holzbolzen hier so eine kleine Dachlattenstückchen dran gemacht, kann hier oben diese Spalbenschwanzverbindung einfach aussägen, auch ohne Hobel. Hier an das Brett bekomme ich die auch wunderbar reingesägt und hätte die dann quasi hier einfach zusammengesteckt. Und dann wäre das auch gut gewesen. Hätte die hier, wie gesagt, seitlich an das Auflagerholz dran gebolzt. Und dann ist das hier auch eine einwandfreie, zugfreie Verbindung, zugfeste Verbindung. Ich war dann aber ehrlich gesagt ein bisschen unglücklich damit, die hier einfach so russisch seitlich dran zu bolzen und das jetzt hier zig von diesen kleinen Dachlattenstückchen vorzubereiten. Ich denke, das haben wir in diesem Video auch schon mehr als genug gemacht. Und dann kam ja noch eine andere Überlegung, die sich für mich deutlich leichter herstellen lässt. Und zwar nehme ich mir hier so ein Stückchen Buchensperrholzplatte und bin dann eben auch in der Lage, einfach diesen entsprechenden Schwalbenschwanzwinkel hier seitlich komplett anzuhobeln, weil ich ja dann das ganze Ding quasi komplett reinweg nur als Gratleiste herstellen kann. Kann die dann einfach, anstatt die irgendwo seitlich an meinen Auflagerholz dran machen zu müssen, von oben mit Holzdübeln einkleben, dass die dann einfach auf den Auflagerhölzern drauf liegt. Und kann das dann hier quasi auch wunderbar reinschieben und ist genauso zugfest. Und dementsprechend werde ich jetzt einfach diese Sperrholzplatten soweit vorbereiten, dass man das dann hier wunderbar in die Bretter einfügen kann. Und dann schauen wir mal, ob das so gut funktioniert, wie ich mir das hier so vorstelle. Als nächstes jetzt natürlich noch mit einer viel zu großen Schmiege, das ist wichtig. Ich brauche endlich eine kleinere. Hier den Winkel der Gratleiste anzeichnen. Grund 3 cm nehme ich jetzt einfach mal. Dasselbe mache ich jetzt auf der Rückseite auch wieder. Dann kann ich hier die Linien verbinden und kann alle vier Hölzer gleichzeitig hobeln. Damit habe ich eine deutlich bessere Auflage für meinen Hobel und das Ergebnis wird besser. Und damit wir nicht durcheinander kommen, U und U für Ungene und Umne, damit wir nicht durcheinander kommen. Okay? Ich habe euch jetzt mal erspart, dabei zuzusehen, wie ich das sortiere. Aber Ziel der Übung ist jetzt quasi gewesen, hier alle in Reihe zu legen. Auf der Rückseite natürlich genauso. Das kann ich mir jetzt so in meinen Schraubstock einspannen. Danach auf der anderen Seite verschieben, das hier hobeln. Und auf die Art und Weise habe ich eine schön breite Auflagefläche für meinen Hobel. Und bekomme den Winkel hoffentlich so sauber wie möglich auf der Reihe. Ich schnappe mir jetzt hier meine ausgehobelten Gratleisten und übertrage mit dem Streichmaß hier genau eine auf der Mitte liegende Achse, die dann wiederum genau auf die mittlere Achse von meinen Lagerhölzern übertragen wird, die ich mir angezeichnet habe, damit ich sicher gehen kann, dass der Fußboden, den ich dann nachher ausarbeite, auch wirklich genau immer parallel nach hinten läuft. Ansonsten hält das natürlich mit den Spalbenschwänzen nicht. Damit ich blindes Huhn auch was erkenne, ziehe ich mir jetzt hier diese Mittellinie einfach noch mal ein bisschen nach. Und dann kann man das hier an den Strichen wunderbar auflegen. Ich werde das Ganze jetzt erstmal
hier auf dem Lagerholz festleimen, damit ich nicht das Problem habe, dass mir nachher die Bolzen verrutschen, weil selbst wenn es das schon einen Millimeter schief drückt, habe ich nachher vermutlich extreme Probleme, den ganzen Spaß zusammenzukriegen. Deswegen erstmal so vorsichtig ausrichten, mit der Schraubzwinge fixieren und danach kann ich das Ganze dann nochmal mit Bolzen sichern und dann hält es auf jeden Fall. Im Folgenden wollen wir jetzt die Position der Gradnuten auf dem Fußboden, also auf der Unterseite des Fußbodens, markieren. Dafür möchte ich als Tipp nur mitgeben, lasst euch nicht verleiten, das Ganze von einer Hauswand aus anzuzeichnen. Denn dadurch, dass wir zum Rand hin ja Luft lassen wollen, habt ihr dort sowieso ein eher ungerades Maß. Geht immer von der Mittelachse aus, egal was ihr macht, und verspringt dann nach links und rechts. Dadurch teilt sich automatisch alles auch gleichmäßig auf. Bedeutet, ich habe jetzt hier meine Mittelachse bei 53. Habe mir diese Mittelachse gleichfalls auch auf meiner Schwelle markiert. Das bedeutet, dieser Strich hier liegt so oder so immer genau mittig in meinem Gebäude. Und dann weiß ich, dass die entsprechenden Gradleisten jeweils links und rechts davon exakt 26 cm verspringen. Zeichne das von hier aus an. Und dann weiß ich auch automatisch immer, dass ich nach links und rechts keine Probleme habe, den Abstand zur Wand hin einzuhalten oder dass irgendwas seitlich in irgendeine Richtung verspringt. Auf die Art und Weise halte ich immer parallel genau den Anschlag vom ersten bis zum letzten Brett gleichmäßig bei. Jetzt tragen wir uns noch die Breite der Gradleisten ein. Da habe ich mich ja auf der unteren Seite für glatt 3 cm entschieden. Und das ist in dem Moment auch das einzig relevante Maß. Denn unabhängig davon, auf welche Tiefe diese Gradleiste noch verspringen mag, ist ja letztlich nur interessant, dass sie genau hier an diesem Punkt, wo das V quasi eingreift, tatsächlich hält und deswegen auch niemals die Hinterseite anzeichnen. Ihr lasst sowieso noch 1-2 mm Luft, immer die glatt 3 cm, die wir hier gewählt haben. Und dann passt das auch automatisch sehr gut. Wenn ihr keine separate Zinkenschmiege besitzt, wie ich, armes Schwein, dann denkt dran, dass ihr eure Schmiege, die ihr vorne eingestellt habt, um die Gradleisten auszuhobeln, auch genauso eingestellt lasst, weil wir jetzt natürlich das Maß brauchen, um hier wiederum in die Richtung das auch noch anzutragen. Und dann können wir den ganzen Spaß ausarbeiten. Die Buchensperrholzplatte, die ich für die Gradleisten genommen habe, ist genau 8 mm stark. Das bedeutet, ich habe mir jetzt hier an meinem Streichmaß einfach mal glatt 1 cm eingestellt. Damit kann ich sicher gehen, dass die Gradleiste dann hier an dem Gradgrund nicht noch für zusätzliche Reibung sorgt. Ich will das Ganze hier nachher auch möglichst sauber und problemlos zusammenstecken können. Hier, wie gesagt, der eingestellte Winkel, den wir noch von den Gradleisten übrig haben. Binde das hier und dann kann ich loslegen. Das hier lässt sich jetzt problemlos mit der Säge ausarbeiten. Es ist natürlich traurig, wenn man einen Meter über sich im Regal eine Oberfräse liegen hat. Aber das Ei habe ich mir selber gelegt. Naja, wir schaffen das schon. Auf jeden Fall auf die Art und Weise alle Bretter vorbereiten und dann auf gutes Glück und den Handwerksgott hoffen, dass er milde gestimmt ist.
Ihr seht, ich war schon mal ein bisschen neugierig und habe das erste Brett reingeschoben. Ich bin absolut begeistert. Wie hat es der René Pittner so schön gesagt, bei der Schwalbenschwanzverbindung? Brummt einfach nur. Also hier wackelt nicht mal ansatzweise irgendwas. Es ging relativ straff rein, aber ohne Hammer machbar. Zumindest bisher. Ich hoffe, es bleibt dabei. Und nee, das funktioniert wirklich gut. Ich habe jetzt hier hinten noch ein Hölzchen eingelegt, dass ich quasi meinen Randabstand nach hinten immer einhalten kann. Streu noch aufgefüllt. Dabei am besten darauf achten, dass ihr wirklich nicht bis Oberkante bündig geht, sondern ein bisschen drunter bleibt. Ansonsten zieht ihr euch dann immer die Späne oder den Split oder was auch immer ihr da reinschütten wollt, in die Fugen mit rein, und dann geht es noch schwerer zusammen, als es eh schon geht. Und auf den 10 cm kommt es nicht an, das ist nicht kriegsentscheidend. Ja, und dadurch, dass das so gut funktioniert, werde ich jetzt einfach mal noch die ganzen anderen Bretter mit reinlegen. Und dann gucken wir uns mal an, wie es dann fertig aussieht. Das lief ja scheiße. Schön. Ja. Das hat man nur davon, wenn man versucht, dass es passt. Einfach mal einen halben Millimeter breiter gemacht und alles wäre gut gewesen. Jetzt kriege ich die zwei Bretter aber eh nicht mehr runter. Und bekanntlich, Konsequenz heißt auch manchmal Holzwege zu Ende zu gehen. Ich krieg's ja zusammen, es ist einfach nur scheiße. Aber dann hält's wenigstens. Egal, da muss man jetzt durch. Schraubzwingen und Hämmer wurden nicht umsonst erfunden.
Entschuldigung, da war wohl meine Coolness kurz weg. Normalerweise hasse ich nicht ganz so sehr, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Nee, ihr habt es gesehen, es war in der Ausarbeitung machbar, in der Montage absoluter Sackgang. Aber das habe ich vermutlich mehr mir zuzuschreiben als der Konstruktionsart selber. Es ist natürlich ja, extrem hohe Präzision erforderlich, damit sich der ganze Spaß nicht verkantet. Ich denke, maschinell könnte man das Ganze durchaus sauber hinkriegen, dass das auch funktioniert. Ich finde die Option nach wie vor nicht ganz schlecht, auch wenn es jetzt bei mir nicht ganz so gut gelaufen ist. Aber es hat halt auch wahnsinnig viele Vorteile, ne? Zum einen, ich kann die Bretter, wenn ich das gerne möchte, stumpf stoßen, weil ich mir keine Sorgen machen muss um irgendwelche Trocknungsfugen. Dadurch, dass das Ganze ja quasi in dieser einen Schiene drinne liegt, kann ich dann bei Bedarf einfach einseitig eine Sockelleiste entfernen, schiebe das Ganze mit Keilen oder so wieder zusammen und alles ist gut. Das ist auf jeden Fall nicht ganz verkehrt. Was auch ziemlich geil ist, dass das eigentlich so die einzige Option ist, in der ich mit einer Dielung eine aussteifende horizontale Scheibe erzeugen kann. Und im Normalfall, wenn ich tatsächlich das Bedürfnis danach habe, so eine Scheibe herzustellen, muss ich ja vorher erstmal mit USB-Platten etc. agieren, um da irgendwo halt ja, eine flächige Verbindung hinzukriegen. Und das kann ich mir hier in dem Moment sparen. Dadurch, dass die Dielung ja quasi auf kompletter Länge und ihrer gesamten Dielungsstärke auch ja, mit dieser Gradverbindung gefangen ist, kann sich das Ganze in keine Richtung mehr verdrehen. Das ist in dem Moment dann ja, durchaus aussteifend zu betrachten, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Es war auf jeden Fall mal eine coole Erfahrung. Ich habe gelernt, dass ich noch deutlich mehr Übung mit Gradleisten brauche, um die dann auch wirklich sauber zusammenzukriegen. Ich sag mal, es passt, es hält, aber es brummt ein bisschen zu sehr. Aber ich denke, das kriegen wir in Zukunft noch hin. Falls jemand von euch Erfahrungen mit dieser Konstruktionsart hat, und ja, ich habe ja in diesem Video jetzt mindestens genauso viel gelernt wie ihr, würde es mich freuen, wenn ihr mir mal noch in ein, zwei Sachen helft, wo ich noch nicht ganz dahinter gestiegen bin, wie das funktionieren soll. Wenn man jetzt nicht, wie ich, kein Problem damit hat, ständig seine Außenwand abzureißen und neu aufzubauen, was ja in der Realität vermutlich eher wenig Begeisterung auslösen dürfte, dann weiß ich noch nicht so ganz, wie ich in der Lage bin, tatsächlich alle Dielungsbretter in diese Gradfeder einzuschieben. Und so wie ich das momentan sehe, kann ich das ja quasi nur bis zum vorletzten Brett machen und bin dann ja genötigt, das letzte Brett einfach oben drauf zu legen, festzuschrauben, festzunageln, was auch immer. Ja, aber ob es da irgendeine Möglichkeit gibt, diese Verbindung auf kompletter Fläche durchzuziehen, ohne meine Außenwand abzureißen, da ist mir noch nichts eingefallen. Also wenn ihr da eine Idee habt, immer her damit. Und ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß mit diesem kleinen Exkurs. Es war ja jetzt doch eher eine ungewöhnliche Variante. Ich habe tatsächlich auch eigentlich gar nicht vorgehabt, noch Sockelleisten anzubringen. Aber nach diesem ganzen Fiasko habe ich jetzt so ein bisschen therapeutisches Hobeln gebraucht. Und es soll ja auch ein bisschen hübsch aussehen. Und dadurch wirkt das ganze Bild jetzt natürlich stimmiger. Es wirkt etwas komisch, dadurch, dass ich ja hier jetzt noch keine Ausfahrung drin habe. Also von der Reihenfolge ist es falsch. Aber ja, jetzt können wir das Thema Fußboden quasi als abgehakt betrachten. Und dann funktioniert das. Im nächsten Thema wird es dann auch weniger experimentell. Da rede ich dann wieder von Sachen, von denen ich ein bisschen mehr Ahnung habe als davon jetzt hier. Es geht natürlich dann weiter mit der Deckenbalkenlage. Und wie wir die dann vernünftig zur Rande bringen, festmachen. Natürlich wieder mit Holzverbindung. Das sehen wir dann im nächsten Teil. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und bis dann.